Ja, für seinen Tod würde man mit Sicherheit auch zahlen. Komm, das war easy. Das war ja nicht mal krass. Toll, ich dachte, ich krieg den Fall wieder. War es richtig? Ah, die zänkische Ehefrau. Ziemlich lockeres Mundwerk. Irgendjemand muss sich einfach ihren Tod gewünscht haben, nicht wahr? Oh, nein, nein, nein. Versteht ihr denn nicht? Schuld, Unschuld, richtig, falsch. Alles unwichtig. Wichtig ist nur, dass ich euch befohlen habe, jemanden zu töten und dass ihr meinen Befehl befolgt habt. Okay, es wäre also scheißegal gewesen, wen ich gekillt hätte. Natürlich. Und ihr habt eure Schuld voll und ganz beglichen. Hier ist der Schlüssel zur Hütte. Nur, warum sollte es hier enden? Ich sage, unsere Beziehung ist reif für den nächsten Schritt. Ich möchte eine offizielle Einladung zum Beitritt zu meiner Familie aussprechen. Der dunklen Wir haben uns gerade Bruderschaft. erst kennengelernt. Im südwestlichen Teil von Himmelsrand im Kiefernwald findet ihr den Zugang zu unserer Zuflucht. Ihr liegt gleich unter der Straße. Fernab von neugierigen Blicken. Wenn euch die schwarze Tür befragt, antwortet mit der richtigen Losung. Sie lautet: Still, mein Bruder. Dann seid ihr drinnen Okay. und euer neues Leben beginnt. Wir sehen uns zu Hause. So, nicht, dass ich nach dem Laden jemanden aus Versehen umbringe. Du verstehst zu viele Zeugen. So, den Pfeil hole ich mir wieder. Auch hier hole ich mir den Pfeil wieder. Weißt du, die blöde Kuh, die gibt halt den Pfeil nicht mal her. So, haben wir hier noch irgendwas Hübsches? Nee, alles leer. Schade, schade. Ich frage mich, wo ich jetzt rauskomme. Okay. Irgendwie schon ganz schön hier. Und lass mich raten, der Wegweiser führt uns jetzt direkt zur dunklen Bruderschaft. Würde ich einfach mal vermuten. So, wo denn? Hallo? Wo muss ich hin? Ah, hier. Da waren wir sogar schon in der Nähe. Na, wenn das so ist, dann gucken wir mal kurz. Wir können es ja schnell freischalten. Ob wir jetzt die Quest hier gleich anfangen, weiß ich noch nicht. Das werden wir sehen. Alter, was eine geile Tür. Still, mein Bruder. Voll geil. Die nehme ich einfach so auf, weiß ich war noch nie hier. Das ist so. Ich wünsche, ich hätte auch so eine Familie. Moin. Ich darf auch einfach nehmen, ist kein Stehlen. Voll gut. Die verbotene Legende. Nice. Ich hoffe, ihr habt den Ort ohne Mühe gefunden. Ja, easy.
Was nun geschieht? Ihr beginnt euer neues Leben in der dunklen Bruderschaft. Ihr gehört nun endlich zur Familie. Dies ist, wie ihr selbst seht, unsere Zuflucht. Ich hätte eine Kurzfrage, will ich das oder... Einen sichereren Ort. Also macht es euch gemütlich. Ja. Danke. Unsere Familie, Schätzchen. Unsere Familie. Mit vereinten Kräften kann die dunkle Bruderschaft alles erreichen. Aber ihr müsst darauf brennen, mit der Arbeit zu beginnen. Ich bereite einen Auftrag vor, brauche aber noch etwas Zeit. Ja, bis Mord, dies, das. Er hat ein paar kleinere Aufträge zu vergeben. Toll, jetzt wieder bloß kleine Aufträge. Weiß, ich habe gerade ein neues Haus und jetzt soll ich hier einziehen. Dann werden die Dinge hier noch interessanter. Ach ja, noch etwas. Ein Willkommensgeschenk. Die Rüstung der dunklen Bruderschaft. Möge sie euch gute Dienste leisten bei all euren Vorhaben. Das Problem ist, ich bin sowieso schon überladen. Toll. Who the fuck? Mutter der Nacht. Die unheilige Oberin, die verhüllte Dame, die Herrin der Leere. Ja. Sie trägt viele Namen. Vor sehr langer Zeit schenkte sie Thies einer Frau 5 Kinder. Sie tötete sie, um seine Gunst zu erlangen und wurde so zur Mutter der Nacht. Warum? Wenn man derartige Geschichten glaubt. Heute ist sie... Nun, sie ist nur noch ein Skelett. Ein alter Leichnam. Was aber viel wichtiger ist, es handelt sich um einen Leichnam, der von ihrem Bewahrer in diese Zuflucht gebracht wurde. Jetzt nur mal so off-topic, ne? Angenommen. Meine Frau wäre schwanger. 5 Mal hintereinander. Und würde diese Kinder umbringen, um meine Gunst zu erlangen. Boah, sei mir nicht böse, ich würde ihn mit der Bratpfanne erschlagen. Warum sollte ich das cool finden als Mann und Vater? So, die Mutter der Nacht... Naja, Mütter sind sowieso komisch. Also die Mutter der Nacht wird also hierher gebracht. Ja, vor einigen Monaten erfuhr ich vom Bewahrer der Mutter der Nacht, dass er nach seiner Abreise aus Hyrodiil in Himmelsrand angelangt war. Die Krypta der Mutter der Nacht in Bravil wurde zerstört. Das haben wir dem Chaos des Krieges gegen die Talmor zu verdanken. Ja, musste sie umziehen. Ich weiß nicht, wo sich der Bewahrer in den vergangenen Monaten aufgehalten hat, aber ich habe unlängst einen weiteren Brief erhalten. Ja, ohne Scheiß, grabt die doch ein. Nacht hierher, schon bald. Und wenn ich beim Töten erwischt werde... Come on. Das vermeidet ihr besser. Natürlich ist auch mir bewusst, dass es nicht immer so einfach ist. Manchmal geht es darum, eine deutliche Botschaft zu übermitteln. Oder der Auftrag verlangt eine öffentliche Ermordung. Ja. Mord ist selbstredend ein äußerst schweres Vergehen. In dem ihr dieses Verbrechen begangen habt, wird ein sehr hohes Kopfgeld auf euch ausgesetzt. Ihr könnt natürlich fliehen. Aber der Preis auf euren Kopf bleibt. Wenn euch eine Wache angreift, könnt ihr versuchen, euch zu ergeben. Dazu steckt ihr am besten eure Waffe weg. Wenn die Wache eure Geste akzeptiert, könnt ihr entweder eure Strafe in einer Zelle absitzen oder euren Kopf selbst freikaufen. Ja klar, ich habe auch einen Geldscheißer. Passiert. Wir tun, was wir tun müssen, um zu überleben. Ja. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit. Einige Mitglieder der Diebesgilde in Rifton kennen Mittel und Wege, ihre Strafe verwischen zu lassen. Gegen einen gewissen Preis. Es ist gut, das zu wissen. So ein Zufall bin ich von denen inzwischen der Anführer, ne? Das ist gut. Sie kamen immer von der Mutter der Nacht. Potenzielle Auftraggeber mussten das schwarze Sakrament vollziehen, damit sie ihre Gebete erhört. Ja, ist mir zu angekommen. Die Mutter teilte dem Zuhörer dann die genauen Umstände mit. Der Zuhörer entsandte dann einen Sprecher, der den Auftrag mit dem Auftraggeber offiziell vereinbarte.
Ach, das ist alles aber schon sehr lange her. Es gab schon seit Jahren keinen Zuhörer mehr. Inzwischen töten wir einfach so. Odiel im Krieg mit den Talmor überrannt wurde. Aber die Leute wissen das nicht. Also vollziehen sie noch immer das Ritual. Und früher oder später erfahren wir davon. Wenn jemand uns braucht, finden wir es auch heraus. Gut. Irgendwelche Regeln oder so? Früher war die dunkle Bruderschaft an die fünf Gebote gebunden. Aber wir halten uns schon seit Jahren nicht mehr daran. Du sollst nicht morden, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren deines nächsten Weib. Sicher, da sehe ich mich. Wir sind die Letzten unserer Art und wir leben nach unseren eigenen Vorstellungen. Respektiert einfach eure Familie. Wenn ihr das tut, ergibt sich alles andere von selbst. Ja, und ihr so? Früher war die Nein. Bruderschaft an die fünf. Oh Mann, ich will doch von ihr. Aber wir halten ja, halt die Schnauze. Nicht mehr daran. Tut mir leid, aber ich habe noch keinen großen Auf. Die unheilige Oberin. Sag mal, nimmst du jetzt mal bitte das, was ich auch auswähle? Ich glaube, Tag. Trägt viele Namen. Ja. Das hier will ich wissen. Diese Zuflucht war mein Leben, seit ich eine junge Frau war. Schon früh entdeckte ich mein. Wie soll ich sagen? Talent. Meine Gabe fürs Töten. Ich hatte einen Onkel, der mir bestimmte unerwünschte Avancen machte. Also brachte ich ihn um. Es gefiel mir. Ja gut, passiert in der besten Familie mal. Und es gefiel mir noch mehr. So ging es dann immer weiter. Schließlich wurde ich von der dunklen Bruderschaft angeheuert. Und bin seither bei ihnen. Ich lernte meinen Ehegatten Arnbjorn kennen, stieg in die Führungsriege auf und nun stehe ich hier. Ja, an der Wand. Angelehnt. Okay. Stellt euch auf jeden Fall den Mitgliedern eurer neuen Familie vor. Sie können es alle kaum erwarten, euch kennenzulernen. Also ich habe so das Gefühl, Lydia kommt hier nicht rein. Ich klaue hier erstmal, was nicht nied- und nagelfest ist. Schattenfaustbänder. Schattenrobe. Schon interessante Dinge. Was haben wir hier für Rüstung bekommen? Ich meine, so auf Anhieb sieht nicht schlecht aus. Warum habe ich Kultistenhandschuhe dabei? Schmutz. Der eine würde ich behalten, weil sie lustig ist. Ja. Ich muss dringend Zeug verkaufen. Okay, ich glaube, das ist alles dieses Schattenzeug, oder? Oh, 20% höherer Schaden. Nice. Ja, brauche ich nicht unbedingt, aber ich möchte es einmal gesehen haben. Ich weiß nicht. Irgendwie proportional der Kopf viel zu groß für den Körper. Na komm, bevor wir hier weitermachen, ich muss erstmal den ganzen Scheiß abladen. Ich gehe mal eben nach draußen. Hoffe, dass Lydia vor der Tür wartet. Gib ihr ein bisschen was und dann gehen wir erstmal verkaufen. Und einlagern. Und ich denke, aktuell würde ich alles noch ins Briesenheim bringen. Vielleicht ziehen wir irgendwann mal um, aber halt noch nicht jetzt. Och, lieb, dass du gewartet hast. Gerade bei dem Wetter. Wirklich, tut mir... Ja, eigentlich nicht. Ich wollte gerade sagen, tut mir leid, aber... Wie kann ich euch dienen, Tane? Manchmal ist das sowieso unmöglich. So, pass auf. Ich bin ein bisschen zu schwer, ne? Ist dir vielleicht aufgefallen... Und ich muss meine Rüstung wieder anziehen, weil dann kann ich mehr tragen. Hi, little lady. Weil man den Schlüssel werden wir nicht mehr brauchen, das ist jetzt offen, ne? Verlassen Hütte brauche ich gerade aktuell auch nicht. Und hier. Mal die Pfeile alle weg. Die
zufälligerweise nichts wiegen. Das Schwert ist schon nice. 27 Schaden und unsers 23. Ich würde das hier wahrscheinlich demnächst ausrüsten. Das Ding ist halt ja eigentlich gar nicht so geil. So. Irgendwas Kleines noch schnell weg. Dass die Pfeile nichts wiegen, ist auch scheiße. Moin Manu. Schön, dass du da bist. Ja, eigentlich kann das alles weg. So. Dann mal los. Dann gehen wir mal nach Hause. Verkaufen den ganzen Scheiß. Beziehungsweise laden ab. Und dann können wir ja mal so ein paar kleine Mordaufträge machen. Ich meine. Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Alter, das ist mein Haus. Steck's im Briefkasten. Das Waisenhaus in Rifton hat eine neue Leiterin. Sie bat mich, diese Mitteilung unters Volk zu bringen. Das war's dann wohl. Genau, unters Volk und deshalb nur an mich. Ich hasse dich. Ich habe hier einige gute. Ja, ist mir klar. Ich will ja gar nichts kaufen, ich will ja verkaufen. Eisendolch. Brauche ich definitiv nicht. Das würde ich erst entzaubern wollen. So, was haben wir hier noch? Ja, Ebenerzschwert ist halt nochmal ein Ticken krasser als das Vulkanglasschwert, wobei das schon geil ist. Aber Ebenerzschwert ist schon fett. So, Lydia, gib mir mal deinen ganzen Scheiß, den du nur rumträgst. Das darfst du behalten. Ja, die ganzen Schlüssel kannst du auch behalten, die wiegen ja nix. Warum hat sie das hier nicht an? Warum nicht? Das ist voll doof. Eisenpfeile, abgeschworene Pfeile, Bogen der Nachtigall. Grundsätzlich schon ziemlich geil. Darf sie behalten. Ach, weißt du, gleich hier schön geklaut. Das Ding verkaufen wir. Das kann sie behalten. Das verkaufen wir. Das verkaufen wir. Dann mal los. So. Ich sage nicht, dass ich. Ja. Nee, ich will Kohle. So, pass mal auf. Abgeschworene Pfeile, ganz ehrlich. Brauche ich nicht. Die sind aber halt auch nichts wert. Dafür kriege ich ja nicht mal was. Dwemer-Schwert brauche ich nicht. Ich brauche auch nicht unbedingt, dass die Viecher irgendwie wegrennen. Problem ist bloß, dass sie halt schon wieder fast pleite ist. So, die Rüstungen. So, den Spell würde ich mir wahrscheinlich irgendwann auf die Rüstung packen. Wir müssen das Ganze mal entzaubern eigentlich. So, die Maske behalte ich. Brauche ich nicht. Weißt du, ich habe heute einen guten Tag. Gönn dir. Und den Rest verkaufe ich bei ihrem Macker drin. Genau, du gehst mal. Ich gehe, du arbeitest bitte schön weiter. Hier mein Vater. Er ist der Vogt in der Drachenfeste. Willkommen in der. Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. So, pass auf. Dann.
Das kann weg. Das kann weg. Das behalte ich. Das hier in Kombination mit dem ist eigentlich für Bögen voll geil. Habe ich das jetzt verkauft? Oh scheiße, muss ich zurückkaufen. Das war doof. Ich wollte es auswählen. Ups. Ja, hier kannst du haben. Oh Mist. Das wird jetzt bestimmt richtig teuer. Achso, und das wollte ich auch noch behalten. Ich habe sogar zweimal. Ich nehme die. Was? Was? Warum bin ich pleite? Moin Nico. Ach scheiße. Der wird es ja eine Zeit lang im Angebot haben, oder? Es ist schön, mit euch Geschäfte zu machen. Ja. Ich muss mal ganz kurz. Warte mal, ich per Schnellreise. Ich muss mal kurz bis was entzaubern. Dann kann ich zumindest den Schild nochmal verkaufen. Es macht keinen Spaß, ständig nur herumgeschubst zu werden. Hä? Geh mir nicht auf den Sack. Dann werde ich. Habe gehört, dass sie die Dämmerwacht. Ja, Dämmerwacht. Ich kann's. Oh, ich kann's alles nicht mehr hören. Lass mich doch einfach in Ruhe. Was? Nee. Nix. So, pass auf. Dann wollen wir mal ein bisschen was entzaubern. Unter anderem. Das können wir eigentlich mal lassen. So, den Spell hätte ich gerne. Wenn ich das beides kombiniere, wäre schon ziemlich geil. So, dann können wir jetzt nämlich wieder was verkaufen. Ich gehe aber erstmal ins Briesenheim. Und wieder ein Wanderer, der die Stiefel meines Vaters lecken möchte. Ich leck gar nichts, vor allem keine Stiefel. Junge, was ist los mit dir? Kleines Großmaul. Wo lang nichts mehr in die Fresse gekriegt, wa? Ach, ups. Und den Typen bringe ich auch irgendwann um, weil sein Rumgeschrei geht mir auch echt auf die Eier. Ihr seid wieder zu Hause. Habt ihr mir ein Geschenk mitgebracht? Klar. Geschenk für mich? Sicher. Hier. Und damit da auch noch was Gesundes ist, ein paar Äpfel. Danke. Gerne. Ich würde mich als Kind total unlieb fühlen. Weißt du, der Vater Abenteurer, Krieger, kommt von einer langen Reise nach Hause. Ja, hier, mein Kind, hast du einen Apfel. Läuft. Schon irgendwie ein bisschen bitter. So, was kann man hier alles noch verscherbeln? Das Ding. Mist. Kann ich immer noch nicht ablegen, ne? Nee. Würde ich gerne behalten. Ja, habe ich das nicht entzaubert? Habe ich nicht. Was? Na, bestimmt, weil wir den Zauber schon kannten. Und wer hat hier schon wieder mit dem Becher rumgespielt? Warte, das war im Schrank. Ich. Komm, wir entzaubern hier mal alles. Ich will eigentlich tatsächlich alles nehmen. Und dann. Ach du Scheiße.